Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de, ich zeige euch mein CDH-Deck, auf das ich mir jetzt geeinigt habe. Thrasios Hero, Triton Hero und Tevish Sat. Doom of Fools. Ein cooles sultai Commander Paar, bei dem wir vor allem versuchen natürlich so früh wie möglich Tevish Sat zu spielen. Ich meine, eleganterweise können wir hier in diesem Deck unsere Hand Turn 1 aufs Board klatschen und können dann ganz, ganz elegant das ganze Mana nutzen. Weil unsere Hand wird leer sein, wenn wir die, die, die ganzen Mana-Rocks draußen haben. Dann casten wir einfach einen Commander Turn 2 und der zieht uns wieder Karten. Ich meine, was kann es schon Besseres geben? Thrasios ähm, ist dabei nicht nur in dem Deck, weil er Farbe gibt, das auch. Thrasios hat auch echt ein paar coole, coole Dinge, die wir mit ihm machen können. Ähm, zum einen kann man Thrasios in diesem Deck auch dazu nutzen. Und ihn einfach zu opfern. Und zwar können wir entweder die Trial Tokens opfern für zwei Handkarten. Oder aber wir nutzen unseren Frasios und Ancestral Recall uns für drei Karten. Denn das steht auf äh, Teves drauf. Die Win-Condition vom Deck ist wie eigentlich immer im CDH. Thassas Oracle mit äh, äh, dem Pakt des Verderbens oder Demonic Consultation. Wir wollen unsere Bibliothek leer bekommen. Wir legen Thassas Oracle. Wir legen einen Thoracle auf den Stack und spielen dann einfach in Response Demonic Consultation. Und wenn unsere Opponents nichts machen oder wir gegencountern können, dann können wir schön auch Abandon Hope nur nennen <laughs> und gewinnen das Spiel. Das ist eigentlich die cleanste Win-Condition, die das Format hergibt, aber wir haben noch so ein paar Synergien, die uns helfen. Zum einen haben wir Kinnen im Deck. Kinnen verdoppelt oder addiert ein Mana zu allen Mana-machenden Dingen. Deshalb in der Deckliste seht ihr, wir haben jede Menge Mana-Dogs. Und wir haben einen Basalten Monolith im Deck. Den können wir tappen und enttappen. Dann Kinnen für unendlich Mana. Und dieses unendliche Colorless Mana können wir nutzen für unseren Thrassios, wenn der auf dem Battlefield liegt, um unser ganzes Deck in die Hand zu nehmen. Wir haben Hide Pieces, die wir dann spielen können oder davor. Uh, Notion Thief, Bowmaster, Opposition Agent. Wir haben Displacer Kitten im Deck, Freunde. Eine der coolsten Karten, die uns einfach Value generiert, die uns einen Commander blinkt. Um, und wir haben natürlich mit Notion Thief Time Twister im Deck. Time Twister, äh, eine meiner geilsten Karten, die ich besitze. Und eben eine Combo. Alle Spieler ziehen, ja, nicht so schnell, nur wir ziehen. 7 mal 4 sozusagen und unsere Gegner ziehen nichts. Weiterer Card Draw, den wir im Deck haben, ist... Necropotence, die wir auch relativ früh ins Spiel cheaten können. The One Ring, super. Und wir haben Skyclank, die wir mit äh, Thrasios nutzen können, was ich, äh, um die Thralls wegzusäcken. Und wir haben Adnosium im Deck. Adnosium, eine super broken Draw Engine. Die können wir im Late Game nutzen und können damit unendlich viele Karten ziehen. Wenn unser Leben geschützt ist, deswegen wird man leider immer angegriffen. Aber wenn unser Leben noch relativ hoch ist, dann könnte man damit eigentlich immer den Kill mit Protection finden. Einer der stärksten Draw Engines, die CDH zu bieten hat. Und natürlich haben wir die auch im Deck. Von Adnosium weiter. Ihr seht schon. Wir haben jede Menge, ich zeige euch gleich, wie das Deck aussieht. Wir haben noch mehr Draw. Wir haben Rhystic Study und Mystic Remora im Deck. Beides Karten, die ihr kennt, die ihr hasst, die uns wirklich früh schon viele Karten ziehen können und unsere Hand wieder auffüllen, wenn unser Commander nicht liegt oder zusätzlich. Und wir spielen jede Menge Tutoren, wie es sich in dem Format gehört. Wir haben quasi die ganzen Goodies aus Schwarz. Wir haben den Worldly Tutor aus Grün. Und wir haben den Myst Mystical Tutor. Wir haben auch äh, Finale of Devastation im Deck, um aus dem Friedhof was wieder zu holen oder unser Oracle zu suchen. Und ja, wie gesagt, Schwarz bringt einfach die guten Tutoren mit. Besiege Mirror, super coole äh, neue äh, Print für dieses Deck, weil wir können die Tokens von, Drassi, äh, von Tavish von Sat wegsäcken als Tokens. Und wir spielen natürlich Doomsday. Ich meine, Freunde, wenn ich ein Deck baue, dann muss da auch irgendwo ein Doomsday rein, wenn es legal ist. Doomsday. Mein Lieblingstutor in komplett Magic, ähm, außerhalb vom Legacy kann ich hier die Karte auch endlich spielen. Und unser Pile ist relativ cool, wenn wir unseren Commander haben und Thrasios, äh, dann können wir einen Pile bauen mit Veil vale of Summer, Gitaxian Road, Pact of Negation, Hassas Oracle und Noxious Revival, falls es fail schlägt. Und das funktioniert ganz einfach, wir haben diese von quasi Noxious Revival ganz unten, und weil vale oben, Tavish Sat liegt, opfert Frassios, das steht nämlich hier drauf. Wir ziehen dann drei Karten, wenn es unser Commander war. Dann ziehen wir Vale of Summer, Getaxian Broad Pact, Wir spielen Vale, wir spielen das Getaxian Broad for free, wir spielen Tassas Oracle und falls es fehlschlägt, machen wir es nochmal. Wir haben jede Menge Ramp im Deck, ich glaube, das ist für CDH auch klar, weil wir haben relativ wenig Länder. Wir haben alles, was an brokenen Artefakten zu so erwartet im Deck. Das heißt, da unterscheiden wir uns wenig von anderen CDH-Decks. Äh, wir haben noch ein bisschen Talismane drin, weil wir Mana filtern müssen. Wir können die Rituale spielen für unser Necropotent First und wir haben Mana-Dogs, weil wir können die für Value sacken, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und die helfen uns eben noch mehr Ramp in's Deck zu kriegen, gerade Halfling, der uncounterbar macht. Unsere, ich sag mal, Removal Suite, wir haben Oko, Or wir haben Deadly rollick wir haben Abrupt Decay, wir haben Chain of Vapor, wir haben Windsor Free Book und äh, ja, wir haben äh, nochmal was cooles: Verrat der Erinnerung, super cool, um andere Oracles zu spielen, falls uns das Excite wird. Wir haben noch so ein bisschen Bounce und Board Vibes im Deck. Und äh, dazu kommen natürlich die Länder, jede Menge, die seht ihr hier: äh, Fetch Länder, ähm, die spielen wir natürlich alle, die in unseren Farben sind. Ähm, die sind ein bisschen schwierig mit Oppo Agent. Wir spielen die Shockländer. Ich habe die schon in, in Old Foil, Retro Foil natürlich. Wir spielen die Original Duels. Äh, versteht sich in dem Format ein Muss und äh, die führe ich immer gerne aus. Dann haben wir so diese neuen Prints. Poseidon finde ich eine super starke Karte. Morphic Pool. Und äh, ja, eben noch ein bisschen was Mana generiert. Basics spielen wir auch. Und äh, Command Tower natürlich. Und ganz am Schluss haben wir neben der Confluence und City of Thrust, ähm, haben wir noch einen Phyrexian Tower, weil wir ja hier relativ viel zu säcken haben. Und das war's. Wir spielen noch jede Menge Counterspells. Das seht ihr dann in der Liste. Die sind tatsächlich ja nicht so interessant. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr vom Deck haltet.